So, da wären wir. Ich weiß nicht, ob ich auch einfach hätte vorlaufen können, aber ich dachte, ich nehme ihn mal mit. Nicht, dass er danach wie bestellt und nicht abgeholt steht. So, es ist am Anfang einiges an Story erstmal, glaube ich, bevor es richtig losgeht und wir offen durch die Welt laufen Meiner können. Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Perrac-Perron. Auch geiler Setz Name. Dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Fängt man auch nicht alle Tage. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Na komm, wir stellen uns selber vor. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Warum so feindselig? Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Und da dachte er, es wäre eine gute Idee, jetzt fischen zu gehen. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Eine Frau? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Sieht nach einer Magierin aus? Das? Die Frau, die gerade gegangen ist, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zeit da. Und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Ich glaube, ich gehe eventuell dazu über, ein bisschen schneller durchzugehen. Ich denke, wir können schneller lesen als zuhören. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Deine Gläubiger sind wohl zu dir. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden ab... Ich drücke jetzt einfach mal ein ganz klein bisschen schneller durch, damit wir nicht übermorgen noch dran sitzen. Und ich will ja auch das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen, sondern ein bisschen Action haben. Ich gehe mir die Leiche ansehen. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten... Ein Hasen, okay. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller Weitschweife. Ich freue mich schon, ihn im Hasenkostüm zu sehen. genau. Ich habe auch in den Errungenschaften schon gelesen oder gesehen, dass man Corvo Bianco irgendwie ausbauen kann, das heißt... Könnte gut sein, dass das in unserem Besitz übergeht. Reden wir mal mit dem Wirt. Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmten... Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essigstock. Erstmal gucken wir, was er hat. Zeig mir, was du anzubieten. Eine... Sehr, sehr schlechte Gewinnkarte, nehmen wir trotzdem mal mit. Und dann spielen wir nochmal gegen den. Oh,
Nice. Bei den anderen Tavernenleuten konnte man immer nur so 10. Ich komme wohl nicht in den Genuss eurer Langusten. Immer nur 10 setzen. 50 finde ich gut. Dann spielen wir doch erstmal die nördlichen Königreiche, weil ich mit denen am sichersten bin. Ich glaube, das ist mein stärkstes Deck. Ich weiß ja nicht, wie stark die Gegner hier sind. Ah, es gibt jetzt anscheinend auch Skellige hier. Den 6er machen wir auch noch weg. Nice. Hat keinen Unterschied gemacht. Okay. Nee, ich bin mal gespannt. Skellige habe ich noch nie gesehen. Als Klasse, als Rasse. Was machen die? Was ist das für ein Symbol? Ups. Ich würde gerne, wie kann ich mir die näher... Also ich kann mir den Effekt gerne durchlesen. Wird in einen Bären verwandelt, wenn eine Madroem-Karte in der gleichen Reihe liegt. Okay. Heißt, der wird dann wahrscheinlich stärker. Dann machen wir erstmal den hier. Weil das gut tut. Das Kriegslangschiff. Okay. Der Gegner passt. Ja. Nehmen wir. So, das heißt, wir müssen jetzt nur eine Runde gewinnen. Das heißt, wir ballern alles aufs Feld, was geht. Leichte Langschiff. Ah, okay, das können die auch. Das konnten sonst nur die Monster, glaube ich, dieses herbeirufen. Also ich glaube, Skellige ist so eine Mischung. Heilen, okay. Okay. Ach, krass, okay, die ist 10. Oh. Okay, das ist heftig. Boah. Das waren jetzt einfach mal geschlagene 46 Punkte. Heftig. Von dem wir jetzt halt 36 wieder kaputt machen, aber nicht schlecht, die Karte an sich. Jetzt macht er meinen 7 auch wieder kaputt. Was gar nicht so schlimm ist. Guck mal, sein... Ne, wir warten noch eine Runde. Vielleicht kommt ja noch ein 7er dazu. Vierzehner. Oh ja, das wird gut. Machen wir den hier. Machen damit den 14er kaputt. Hoffentlich spielt er jetzt nichts, was größer als 8 ist. So, weil dann kriegen wir jetzt alle 8er. Roms! Outplayed, würde ich sagen. Oh, jetzt kriegt er meinen 7er. Ist nicht so schlimm ist. Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler. Was? Werden wieder ins Deck gemischt, oder was? Ja, habe ich nicht verstanden. Was macht er? Ah, okay. Also alle aus dem Friedhof werden wieder reingemischt. Was mit Herbeirufen vielleicht ganz cool ist. Aber... ohne, nicht so. So, theoretisch haben wir schon gewonnen, aber wir wollen das Ganze ja noch ausnutzen hier. Und den Gegner ein bisschen... ne, warte, erstmal das hier noch machen. Den Gegner ein bisschen humiliaten. Ah, tut das gut. 150 Punkte drüber. Sonderkarte sein. Schildmaid haben wir bekommen. Hinten drauf ist eine Nachricht eines gewissen Grafen. Oho, wir kriegen direkt eine Gewinnquest. Einladung zu einem Turnier. Interessant. Sehr gut. Meine Lieblingsquests sind nämlich Gewinnquests. Aber ich glaube, wir gehen dem Biest erstmal noch ein bisschen nach. Vielleicht treffen wir jetzt auch noch die eine mysteriöse Frau. Ist sie hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Sieht aber so aus, die Leute hier alle.
sehen so aus, als würde Rittersporn es hier echt gefallen. Das erinnert mich alles an den, weil die alle so eine komische Tracht haben. Flecky vermisst, der weiße Wolf. Erlaubnis zum Kauf, Auftrag für Hexer. Also das hat schon mal ordentlich neue Quests bekommen. Und wenn wir die noch lesen, gibt es neue Quests? Ja, neue Quest. So, wir laufen trotzdem erstmal nach Corvo Bianco, weil ich finde, wir sollen erstmal richtig gut ankommen hier und dann können wir uns ein bisschen durch die Welt jagen, sage ich mal. Ich hätte jetzt rein theoretisch auch schon Plätze holen können, aber ich sag mal, das sind nur noch 100 Meter, die laufen jetzt hier querfeldein durch die schöne Landschaft. Kampflärm? Ich höre Leute, die kämpfen. Corvo Bianco Weingut. Wo sind sie denn? Da ist einer gerade am Sterben. Kann ich den suchen? Mit einem einzigen Hieb getötet. Okay. Da ist was. Da ist was. Der lebt noch. Es muss im Keller sein. Der hat einfach alle umgehauen. Bin ich mal gespannt. Ich habe selber keine Ahnung. Links oder rechts? Von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Wahrscheinlich hier lang. Also, ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh sein könnte. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Irgendwas Kleines, aber Starkes. Machen wir hier. Machen wir schon mal Quen an. Eine nackte Frau. Dich habe ich in der Taverne gesehen. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Jetzt Bosskampf gegen eine nackte Frau. Warum sagt sie nichts? Du irrst dich. Aha. Ich kann dich nicht gehen lassen. Huch. Also eine Vampirin. Okay, ich kann die irgendwie nicht treffen. Okay. Wow, okay, da sollte ich besser ausweichen. Ich glaube, man muss die von hinten treffen, weil von vorne war ich ja. Das war knapp. Da konnte ich gerade noch so wegspringen. Ja, haut aber auch nach jedem Schlag wieder ab. Wo ist er? Ja, muss die. Man muss die von der Seite treffen. Oder also von hinten oder zumindest von der Seite. Wow, 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 wow. Aua. Wo ist er? Da. Also die ist echt flink und hat ein paar Tricks auf Lager. Zum Beispiel Unsichtbarkeit. Da, ich sehe sie da. Ja, 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 jetzt. Oh, da ist er echt ausgewichen. Ja.
Also die kann sowohl was, was mich an Art erinnert. Hallo. Ey. Okay, das hat ihr richtig wehgetan. Das hat ihr richtig wehgetan, der Schlag gerade. Ja, ja, gleich ist er weg. Ja, wow, auf einmal lag sie da. Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Da. Vampirzahn, Vampirspeichel. Ja. Okay. Boah, jo. Also, ich sag mal, bis jetzt ist auf jeden Fall ordentlich Action da. Ups, das wollte ich nicht, ich wollte das andere wegpacken. Wir haben schon einen Riesen und einen Vampir erlegt. Und wir sind noch nicht mal durch die erste Quest durch. Das stinkt. Und jetzt, wir sind schon knietief in Leichen drin. Also, mir gefällt es bis jetzt. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Gucken wir mal. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Hm, er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Okay. Münzen im Hals. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem Vernunftgeladenen Wesen zu tun. Klingt nach Ritualmord oder sowas, ne? Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, okay, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Okay, klingt nach was mit einem langen Klauen oder einem Schwert. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Fingernägel sehen auch nicht menschlich aus. Später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Einfach mal in die Arschtasche gesteckt. Ungewöhnliche abgetrennte Hand. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet... Fragen über Fragen. Warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Alles klar. Also, das sind auf jeden Fall einige Mysterien, die wir zu klären haben. Wir müssen klären, warum... warum er diese Hand dabei hatte, warum dieses Monster so geil auf die Hand war, warum er gevierteilt wurde und so weiter und so fort. Also da gibt es echt einiges noch nachzuforschen. Also bis jetzt finde ich schon packend und das, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Ich gucke einmal kurz noch hier, ob es hier irgendwie was zu looten gibt oder so. Nee, ist einfach nur eine Sackgasse. Schade. Sieht aber, also abgesehen von den ganzen Leichen, die hier rumliegen, eigentlich ganz angenehm aus, dieses... Weingut, ich hoffe, ich könnte mich hier auch niederlassen und hier mein Weingut draus machen. Fände ich in der Tat. Vielleicht kriege ich das ja als Belohnung. So, gehen wir mal zur Herzögin. Wieder das gleiche Spielchen. Ich könnte Plätze benutzen, aber es sind 100 Schritt nur. Das kriegen wir auch so hin. So. Vielleicht sehen wir jetzt ja auch Milton als Hase. Das hätte was. Oh, guck mal da. Ich höre auch das Gejubel der Massen. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass die Viecher hier sehr, sehr viel aushalten und sehr, sehr gut austeilen. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, deswegen esse ich auch ab und an was, weil man sich durch Meditation nichts mehr regenerieren lassen kann. Und die Gegner skalieren mit uns. Das heißt, wenn wir ein Level aufsteigen, steigen die Level mit auf. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich somit das Höchste, was man machen kann.
Dafür haben wir uns bis jetzt eigentlich ganz gut geschlagen. Auch wenn dieser Goliath uns am Anfang fast geklatscht hätte. Aber ja, wir gucken mal. Also ich sag mal, früher oder später wird es eh passieren, dass wir sterben. Deswegen speichere ich jetzt auch einfach mal schnell ab.